Online-Marketing für Anfänger ganz einfach und das wird funktionieren. Vielleicht kennst du die Situation. Ich habe mir eine wunderschöne Homepage gemacht. Ich habe stundenlang bei Facebook Postings gemacht, bei Instagram gepostet, Stories gemacht und irgendwie hat sich aber der Erfolg nicht eingestellt. Es sind die Kunden nicht zu mir gekommen, es haben sich die Geschäfte nicht entwickelt und irgendwie haben wir gedacht, da muss es noch was geben, weil es gibt ja Menschen, die das vorzeigen, dass das funktioniert. Und dann habe ich einfach weitergelernt, habe weiter geforscht und habe mir dann auch einen Coach genommen und plötzlich habe ich ein System kennengelernt, es hat Klick gemacht, auch bei mir im Kopf Klick gemacht und seitdem funktioniert das Ganze. Seitdem finden die Menschen zu mir, seitdem wachsen die Umsätze und noch das Bessere, die Menschen, die zu mir kommen, denen kann ich helfen, dass sie ihre Ziele erreichen. Und das ganz einfach. Wie gesagt, Online-Marketing für Anfänger ganz einfach ist möglich. Mit diesem Off-to-On-Code, damit du online nicht offline bist. Und diese Tipps gebe ich dir gern weiter. Und wenn du bis zum Schluss bleibst, ich gebe dir jetzt 7 Tipps weiter, wie man wirklich beginnt. Und wenn du bis zum Schluss bleibst, habe ich natürlich auch noch eine Überraschung, ein Geschenk für dich. Und ich möchte jetzt gleich mit dem ersten Tipp beginnen. Ich habe mir auch Notizen dazu gemacht, also wenn ich ab und zu mal da auf den Tisch her schaue, ist es deshalb, weil wirklich so wichtige Informationen sind und dass ich die alle erwähnen möchte, dass ich nichts vergessen möchte. Und deshalb bitte, lass mich ab und zu mal auf die Zetteln schauen, dass ich da auch wirklich dranbleibe und dir alle 7 Geheimnisse erzähle. Der erste Punkt ist die Frage nach dem Warum. Die Frage, warum willst du dich selbstständig machen? Warum ist das, was du hast, für einen Kunden wichtig? Und dieses Warum ist einmal die erste wichtige Frage. Warum soll der Kunde bei dir kaufen? Warum ist es für dich so wichtig? Warum willst du das machen? Also das ist ja eine elementare Frage und an der Frage arbeitet man auch länger. Also das ist nicht so ausgeschüttelt, so dieses Warum. Aber es ist die wichtigste, an der werden wir auch dann einfach auch noch länger arbeiten. Das ist mal das erste Geheimnis, dass das Warum geklärt ist. Und warum ist das so wichtig? Weil es wird so wie in jedem Business, natürlich in jedem Geschäft, einmal Momente geben, wo du nicht vorwärts kommst, wo es vielleicht mal einen Schritt rückwärts geht. Und damit du da nicht aufgibst und nach vorne gehst, ist dieses Warum so wichtig. Also die Frage nach dem Warum, mach sie dir schriftlich, ist ja total ein Geheimtipp. Und dem scheitern sehr viele, dass sie einfach anfangen, aber das Warum nicht haben und dann viel zu schnell wieder aufhören dadurch. Das war der Punkt 1. Der Punkt 2, den wirst du jetzt vielleicht nicht so gern hören, aber vielleicht kennst du das, Fleiß ist wichtiger als Talent. Der Fleiß, und du bist fleißig, das weiß ich, weil sonst wärst du jetzt überhaupt nicht da. Außerdem sind wir alle fleißig, wenn wir zur Arbeit gehen. Wir arbeiten 8 Stunden am Tag oder länger, mal mehr, mal weniger, für die Ziele unseres Chefs. Also das ist fleißig. Das ist tüchtig. Aber es ist jetzt wichtig, wenn das dein Business ist, dass du das auch für dich tust. Und dann sind wir wieder beim Warum, warum das warum so wichtig ist. Und das ist, dieser Fleiß ist total, wenn wir jetzt an Mozart anschauen, nehmen wir mal Mozart her, ich komme aus Salzburg, jetzt fällt mir natürlich der Mozart gleich ein, der ist als Kind schon ein Virtuose am Klavier gewesen. Aber der hat nicht nur einmal im Jahr schon eine Stunde gespielt, sondern der hat jeden Tag gespielt, den ganzen Tag. Und so ist es bei dir auch. Also Fleiß ist wichtig. Das heißt, dranbleiben, einfach jeden Tag, und das ist jetzt wichtig, jeden Tag, sagen wir, eine Stunde einteilen für dein Geschäft und diese eine Stunde dann auch wirklich machen. Das ist das Wichtige. Dann lernen, viele sagen, ja, das kann ich nicht, das kann ich nicht. Natürlich kannst du das nicht. Kein Mensch ist auf die Welt gekommen und hat schon alles gekonnt. Du kommst nicht als Baby auf die Welt und bist der Spitzenverkäufer. Du musst es lernen. Und wenn es heißt, das kann ich nicht, ist es immer nur ein Zeichen, ich kann es lernen. Das gibt es nicht. Ich kann nicht, gibt es nicht. Das heißt, ich will nicht.
Und das muss da auch bewusst werden. Es gibt nichts, also auch das, dass ich heute jetzt in meinem Alter nur das Internet weiß, dass ich das Marketing, wie diese Social-Media-Plattformen funktionieren, das habe ich nicht in die Wiege gelegt gekriegt. Das habe ich richtig gelernt. Jahrelang bin ich jetzt in Kurse gegangen, hab Trainer gehabt, habe Coaching gehabt, habe wirklich Ausbildungen gehabt, hat viel Geld gekostet. Es ist so, ohne von nichts kommt nichts. Also ich kann nicht, gibt es nicht, einfach weiterlernen. Das ist das Wichtige. Alles, was du heute nicht kannst, kannst du lernen. Das ist eine wichtige Bereitschaft. Deshalb wieder das Warum so wichtig, warum soll ich das tun? Ja, damit du dein Ziel erreichst. Deshalb ist es so wichtig, dass du einfach sagst, ich will nicht, gibt es nicht, oder ich kann nicht, gibt es nicht, ich kann es lernen. Gell? Punkt 4 ist jetzt ein ganz heikles Thema. Punkt 4, vielleicht hast du es schon mal gehört, als Kind habe ich den Satz gehört und ich habe ihn nicht verstanden, schau dir deine Freunde an, dann weißt du, wer du bist. Vielleicht hast du diesen Satz schon irgendwann einmal gehört. Also ich als Kind, ich habe damit nichts anfangen können. Heute weiß ich, das Umfeld deiner 5 besten Freunde ist das, wo du hinkommst. Wenn du jetzt, sagen wir, Ziele hast und du möchtest das erreichen und du hast jetzt lauter Menschen, die sagen, das funktioniert nicht, das wird nicht gehen, dann kommst du in eine negative Schleife und wirst auch gleich sagen, ich kann nicht oder so. Wenn du aber 5 Freunde hast, die dich pushen, die sagen, du schaffst das, ich glaube an dich, ich weiß, du kannst es lernen oder dir auch noch Tipps geben, wie sie das geschafft haben, dann bist du in einem Umfeld, das dich supportet, das dich weiterbringt und dann wirst du deine Ziele erreichen. Also das gehört zu dem Marketing auch dazu. Zum Beispiel, dass ich heute so viel weiß, ich habe vielleicht die Leute auch nicht in meinem Umfeld gehabt, aber ich habe mir die Trainer geholt. Und ich habe dann einfach 5, 6 Trainer, von denen ich mir wirklich das geholt habe, was ich jetzt braucht habe. Und zwar immer, von wem kannst du Tipps holen? Von den Leuten, die dort sind, wo du hin möchtest. Also wenn ich was wissen wollte, wie funktioniert Social Media, habe ich mir den Spitzentrainer geholt für Social Media. Wenn ich wen gebraucht habe fürs Coachen, wie bin ich ein guter Coach, habe ich mir einen Trainer geholt, der mir das Coachen beigebracht hat. Wenn ich Buchhaltung, weil ich komme ursprünglich aus der Buchhaltung, dann habe ich natürlich Buchhaltungskurse gemacht, habe in einer Firma gearbeitet, wo ein guter Buchhalter war, der was mir die Buchhaltung gelernt hat. Wenn du Bäcker bist, gehst du zum Bäckermeister. Und deshalb hol dir in diesen Gebieten, wo du noch etwas zu lernen hast, wo du was noch nicht kannst, holst du den Trainer, der spitzenmäßig da oben ist, wo du hin möchtest. Und in jedem Bereich brauchst du einen Trainer. Also es gibt keine erfolgreichen Leute, die nicht rundherum einen Trainer haben. Politiker, die haben für jedes Gebiet eine Mannschaft, die einer die Sachen lernen und zeigen, wo es weitergeht. Ein Spitzensportler, der ist schon in der obersten Liga und hat trotzdem einen Trainer, der ihm den Weg zeigt. Also schau dir deine Freunde an, schau dein Umfeld und wenn du das heute noch nicht hast, dann kannst du es Schritt für Schritt ändern. Also ich sage jetzt nicht alle zack, weg, raus. Nein, Schritt für Schritt. Hol dir immer mehr Leute, die dort sind, wo du hin möchtest und dein Umfeld wird sich automatisch verändern. Also das war der 4. Tipp, der war wirklich wichtig. Und jetzt kommen wir schon zum Eingemachten. Jetzt geht es schon wieder um die Frage, warum. Und das Nächste, jetzt kommt es um eine technische Sache, dass du dir ein Bild machst, wer ist dein Wunschkunde, wen möchtest du erreichen, wem nützt du am meisten mit dem, was du anzubieten hast. Und das ist eine ganz eine Schlüsselsache, weil wenn du jetzt zum Beispiel eine Kundengruppe hast, die dein idealer Kunde ist zum Beispiel, und das wird wirklich ganz genau sein, also der ideale Kunde ist vielleicht die Maria, die ist 20 Jahre jung, die ist gerade mit dem Studium fertig, die möchte gerade, keine Ahnung, also wirklich ganz detailliert, weil eine Kundin, die 20 Jahre alt ist, sprichst du anders an als eine Kunde, die 60 ist. Die hat ja ganz andere Probleme. Also wenn du jetzt so wie mich, ich bin jetzt 60, wenn du jetzt die Kundin ansprichst mit 60, dann kennt die viele Worte gar nicht, die ihr Jugendlichen jetzt da verwendet. Das heißt, die muss sie auch in ihrer Sprache ansprechen. Und genau deshalb ist so wichtig, wirklich wichtig, der Kundenavatar.
Also dein idealer Kunde, männlich, weiblich, das Alter, welches Hobby haben die, welche Interessen, welche Musik horchen die. Also ganz wichtig ist dieser Kundenavatar und das ist elementar wichtig, weil auf dem baut sich dann auch deine Homepage auf das baut sich dein Posting auf. Also das sind ganz andere Themen, die ein 20-Jähriger interessiert als ein 60-Jähriger. Deshalb ist wichtig dieser Kundenavatar. Und das wird oft vergessen. Oft schießt man dann im Internet herum mit verschiedensten Postings, mit verschiedenen Sachen und man erreicht niemanden, weil man nicht genau auf den Punkt den trifft, in dem Alter, wo er ist. Deshalb ist so wichtig den Kundenavatar, also das Ideale, den Wunschkunden, den Traumkunden, zu dem du am besten Zugang hast auch vielleicht, ja, weil du die Erfahrungen schon hast. Also ganz wichtig, schau, wer ist dein Kunde? Und jetzt Tipp 6. Das ist für mich einer von den wichtigsten Schlüsselerlebnissen oder Schlüsselpunkte, den ich noch gar nicht so extrem lang jetzt verfolge. Weil ich komme aus der Buchhaltung, ich habe Verkauf gelernt, ich habe Marketing gelernt, ich habe Gesundheit, ich habe eine Heilpraktiker-Ausbildung gemacht, ich habe Coaching-Ausbildung, ich habe unglaublich viel breite Ausbildungen. Und jetzt möchte ich natürlich mich nicht auf eins fokussieren. Und jetzt haben wir es, der Fokus ist das Wichtigste. Der Fokus ist so wichtig, dass du weißt, auf was konzentriere ich mich. Weil wenn ich jetzt mit allem da ein bisschen und da ein bisschen und da ein bisschen, dann weißt du überhaupt nicht, was du bei mir kriegst. Und deshalb ist so wichtig, fokussiere dich mal auf einen einzigen Punkt. Und ein prominentes Beispiel möchte ich da erzählen. Du kennst mit Sicherheit Amazon. Wie hat Amazon begonnen? Amazon hat nur mit einem Produkt begonnen, mit Büchern. Aber das Konzept war von Anfang an American Way von A bis Z. Amazon, das ist der Bogen, von Amazon, der hat also einen Bogen, so einen Pfeil, der geht von A bis Z. Von Amazon, der hat gewusst, er will von A bis Z alles an die Kunden bringen, aber er hat nicht mit einem Punkt ist er in den Markt gegangen. Und erst wie er mit den Büchern bekannt war, dass es gar keine Alternative mehr scheinbar gegeben hat, dann ist er mit den restlichen Produkten gekommen. Und deshalb ist für dich das auch so wichtig. Fokussiere dich auf dein wichtigstes Thema, wo du mit dem Herz dabei bist. Das ist jetzt wichtig, dass du mit Leidenschaft bei diesem einen Punkt bist und diesen Punkt bringst du dann zu deinen Kunden. Später kannst du das ausweiten. Aber wichtig ist, dass der Kunde weiß, was bekomme ich von dir. Ja? Von mir bekommst du jetzt einfaches Marketing, das jeder versteht. Online-Marketing für Anfänger, ganz einfach erklärt. Das bekommst du von mir. Warum ich das mache und mit Leidenschaft mache, weil ich mir irrsinnig schwer getan habe, dass ich da reinkomme, weil ich in einem Alter bin. Ja, und die Jugend, wo ich immer gelernt habe, die sprechen mit Worten, die habe ich nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden. Und heute weiß ich, mein Kunde ist 40 plus, weil die haben genau das Thema, wir sind noch nicht digital aufgewachsen. Ja, heute, die Jugend, die jetzt auf die Welt kommen, das ist die Generation, die digital aufwächst. Und wir in meiner Generation, wir haben das nicht gehabt, wir sind noch nicht digital. Also wie sagt man da? Wir sind noch analog aufgewachsen. So, wir sind noch analog aufgewachsen. Und jetzt ist für uns das viel schwieriger, das Digitale zu verstehen. Also deshalb ist mein Kunde, ich freue mich natürlich über Jugendliche auch, aber mein Kunde braucht es einfach erklärt. Die brauchen Online-Marketing einfach erklärt, weil wir ganz andere Wortwahl haben und ein anderes Verständnis. Manches können wir uns noch nicht bildlich vorstellen. Und deshalb ist so wichtig, erstens der Avatar und zweitens, wie gehst du in den Markt? Was ist dein Thema auf den Punkt gebracht? Und du machst das auch ganz einfach dadurch, weil wenn du so viele Gebiete hast, dann bist du auch so zerstreut in den Gedanken. Ja? Und wenn du fokussiert bist, wenn du jetzt genau, und das muss schriftlich sein, wenn du weißt, in einem Jahr möchte ich das erreicht haben, dieses Ziel, und dann brichst du das runter auf Monatsziel. Was kann ich dann in einem Monat erreicht haben?
Und das nächste ist das Tagesziel. Und das ist so wichtig, dass du jeden Tag nur eine Aufgabe machst, die Priorität A hat über allen anderen Prioritäten, über alle anderen Aufgaben, aber eine einzige Aufgabe, die dich deinem Monatsziel, deinem Tagesziel, deinem Jahresziel näher bringt. Und das macht es einfach, wenn du weißt, du hast eine Aufgabe am Tag wirklich Priorität A zu erledigen. Alles andere ist zweitrangig. Das ist Fokus. Das ist Fokus, also da wird es auch bei den Off-to-On-Code wird ein ganz wesentlicher Faktor auf diesen Fokus gelegt, damit du deine Ziele auch wirklich erreichst. Dass deine Kunden dich auch finden, weil du dich fokussiert hast. Ganz wichtig. Und der Punkt 7, fang einfach an. Fang einfach an. Und auch wenn du noch nicht perfekt bist, das ist egal, ich bin auch nicht perfekt, ich werde nie perfekt sein. Und das macht es erstens menschlich, dass wir Fehler haben, zweitens Potenzial zum Wachstum. Ja, weil dieser Perfektionismus ist ein Verhinderer überhaupt für den Beginn. Das heißt, wenn du immer glaubst, du musst warten, bis du perfekt bist, dann wirst du nie beginnen. Also schau dir mal so einen Stabhochspringer an oder einen Hürdenläufer, egal. Der hat nicht gewartet, bis er so gut ist, dass er bei der Olympiade mitmachen kann. Der hat angefangen unperfekt. Das heißt, fang einfach an, besser werden kannst du immer noch. Und das ist diese Chance. Einfach anfangen und ich lasse die Videos einfach so durchgehen, auch wenn Versprecher drinnen sind, auch wenn Pausen drinnen sind, weil besser werden können wir immer noch. Und in 10 Jahren werde ich vielleicht lachen über dieses Video. Aber es ist jetzt der Moment, wo ich gerade stehe und besser, fang gut an, fang einfach an, besser werden kannst du immer noch. Und das ist so wichtig, einfach dieses Anfangen. Wie gesagt, sonst, wenn ich jetzt Gitarre spielen anfange, da bin ich nicht klein Virtuose. Da kann ich nicht einfach perfekt anfangen. Ich fange mit den ersten Fingerübungen an. Und genauso ist es da auch. Fang einfach an und das darf ich dir jetzt mitgeben. Fang einfach an. Und jetzt schaue ich da, ob ich noch was Wichtiges vergessen habe. Genau, der Perfektionismus ist die Ausrede fürs Nichtstun. Also das habe ich mir da auch noch aufgeschrieben. Wie gesagt, fang einfach an. Und ich habe dir versprochen, ich habe ein Geschenk für dich. Und das Geschenk bekommst du natürlich auch. Und zwar ein gratis Coaching. Du kannst von mir eine Stunde gratis Coaching haben. Einfach ein E-Mail schreiben oder einen Anruf. Und wir werden einen Termin ausmachen, wann wir uns zusammen telefonieren, über Skype, über Zoom. Je nachdem, wie die Situation für dich passt und die Uhrzeit machen wir uns dann aus. Ich werde jetzt in den Shownotes unten die Homepage verlinken, ich werde die E-Mail-Adresse verlinken. Und wir können das erste Gespräch eine Stunde Gratis-Coaching machen. Wie ist für dich der erste Schritt? Und das mache ich wirklich sehr, sehr gerne, damit man genau sieht, wo stehst du gerade, was ist der nächste Schritt für dich und du wirst gleich Aufgaben mitbekommen und die nächsten Schritte, damit du deine Ziele erreichst. Und das ist mein Herzenswunsch, dir dabei zu helfen, deine Ziele zu erreichen, dass du dein Potenzial erkennst, dass du Wachstum hast und genau dort, wo du hin möchtest. Ja, und jetzt danke ich mal auf alle Fälle für diese Aufmerksamkeit, dass du mir da zugehört hast so lang. Und ich freue mich ganz speziell, wenn du mich anrufst oder wenn du eine E-Mail schreibst, damit wir die ersten Schritte einfach besprechen können. Bis dahin, alles Liebe, deine Martina.